Und ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich guck nochmal. Ja, das Video läuft. Die grüßt dich. Stellst du dich nochmal kurz vor Kamera? Ich bin Josef von Sandwich Brothers. Und wir sind am Start hier und werden jetzt das Video schaukeln, ne? Für euch noch mal kurz zu erklären, worum es geht. Der Kollege hat mich angeschrieben, hat gesagt, komm mal rum, teste. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich schon rumkomme, dann muss ich auch noch hier für ein paar Zuschauer, vielleicht die Jungs, hat der Lust, Geld zu gewinnen? Ein Tausender. 1000 Euro. Ja. Ja. Dauert circa 20 bis 30 Minuten. Und ihr müsst nicht euch gegenseitig einen oder. Die Wette würde lauten, ne? Er schwört auf sein Produkt. Ich bewerte 3 Sandwiches von ihm. Wenn er nicht im Durchschnitt 8 Punkte erreicht, kriegt er 1000 Euro. Wenn er über 8 erreicht, kriegt er, behält er die 1000 Euro. Kannst du nicht ihm 1000 Euro geben? Nee. Das wäre hart. Seid ihr dabei? Safe. Okay, warte, jetzt muss ich noch überlegen, ob ihr euch das teilt oder ob jeder einer das kriegt. Was sagt ihr? Also, ihr seid zu viert, ihr teilt euch das. Ja, dann legen wir los. Josef, was hast du uns vorbereitet? Erste Runde Sandwich, was machen wir? Philly Cheesesteak. Philly Cheesesteak, erste Runde direkt genau rein. Oh, ich habe gerade, das habt ihr noch nicht gesehen, ein Battle aufgenommen, Philly Cheesesteak. Ich komme langsam rein in das Game, ich kann das gut bewerten. Ich bin hyped, dass ich gleich eine ganze Gruppe am Start. Ich muss hier hochkommen, sonst sehe ich so klein aus. Wird schon schmecken jetzt. 1000 Euro, einfach so für euch, ne? Sehr geil. Geht ihr zur Schule oder Ausbildung oder Arbeit? Abi fertig jetzt. Ah, okay. Das heißt, man hat noch nicht unbedingt so viel Cash am Start. Seid ihr Spieler? Geht ihr Spielhalle? Nein. Ja? Wart ihr schon mal? Okay, das wollte ich nur kurz erfahren, weil sonst wärt ihr nicht dabei jetzt. Ganz klar. Wie schätzt du die Lage so ein? 8 von 10, ja? Das Geile war, ich habe jetzt gar nicht mehr die 8 von 10 mit Josef abgesprochen. Ich habe das einfach so in den Raum geworfen, aber 8 von 10 ist gut, ne? Du bist wieder so sympathischer, Josef. Wenn du verkackst, tust du mir wieder übelst leid. Immer schreiben mich Leute an und oft mache ich es auch nicht, weil ich denke, so uninteressant unter Umständen, weil Sandwich haben wir jetzt noch nicht so oft gemacht, aber das ist ein guter Test und ich habe mir gedacht, dann hole ich für euch noch mal ein bisschen was raus, kleines Taschengeld, das ist doch geil. Setzt du auf Qualität, Josef? Auf jeden Fall. Ja. Wir kaufen eben uns bescheiden. Ja. Regional. Ja. Läuft der Laden auch? Läuft gut? Schon seit 5 Jahren. Ah, okay. Wir haben keine Beschwerden. Ah, geil, schön. Ich sage euch schon mal viel Spaß bei Runde 1. Okay, pass auf, Leute. Der Josef sagt noch, er hat auch Tomaten reingemacht. Eigentlich nicht üblich, aber in Deutschland muss. Sagtest du, ne, Josef? Oh. Josef, ich werde mich nicht so doll auf die Bewertung konzentrieren können, hier ist zu viel los. Ich mache heute ein bisschen Bauch raus. Tomate gleich sehr präsent, Josef. Knoblauchsoße sehr präsent. Ein bisschen Knoblauchsoße drauf, ne? Mhm. Nicht das klassische Philly Cheese, wie ich es kenne, sage ich jetzt schon mal, aber wir bewerten heute, wie es schmeckt. Gute Schärfe. Jungs. Ohne jetzt viel nachzudenken. Leckeres Ding, cleanes Ding. Josef. Oha. 7,6 ist das für mich, Josef. Stark, aber ist diesmal in dem Fall keine 8. Josef, ich muss ganz ehrlich, wirklich, stark, Leute, nicht vergessen. 7,6, schön clean. Schauen wir auf Runde 2. So, Jungs, Runde 1, wie sind die Gemüter? Ganz aus dem Bauch raus. Gleich, wenn du so den ersten Biss genommen hast, will ich gerne eine Bewertung von dir haben. Ganz ehrlich. Bruder, ich sag 8,5. Sehr lecker, sehr lecker. Stark. Ich werde gerne alle jetzt probieren lassen, aber das schaffen wir nicht. Soll ich jetzt überlegen, Josef, was ich nehme? Am besten eins, wo ich richtig Bock drauf habe, würde ich sagen. Der Kollege meinte, ich soll Halloumi nehmen. Nein? Chicken Sandwich mit Currysoße. Runde 2. Viel Spaß.
Die Jungs gewinnen ja 1000 Euro jetzt, wenn ich unter 8 Punkte bewerte. Der eine will gehen, wenn er gewinnt. Was sagt ihr dazu? Hätte ich auch gemacht so? Das sind halt die GSM-Schüler. Ist das so Rivalität? Ja. Gymnasium? Nein, das ist so eine alte Schule, auf der war ich auch. Ja. Und das ist ein bisschen komisch, die Schule, deswegen bin ich auch nicht mehr. Eure Schule ist besser, oder was? Ja, normal. Okay. Jungs, die haben euch gerade beleidigt. Einmal noch kurz, falls die Leute nicht gecheckt haben als Ansage am Anfang. Also ich bewerte, ne? 3 Sandwiches, Durchschnitt muss mindestens 8 sein, dann hat Josef gewonnen. Wenn es weniger ist, haben die Jungs gewonnen. Das noch kurz. Normalerweise fällt das natürlich nicht so auseinander, weil das Sandwich außen hoch ist. Ich glaube, das letzte werde ich trotzdem ganz normal bestellen, damit ihr das noch einmal seht. Gute Soße, Josef. Geil mit dem Bacon auch. Also schwer, Leute. Ich sag euch, das ist wirklich ein starkes Ding. Aber Josef, mir hat ein klein bisschen Wumms gefehlt. Vielleicht wär's die Käsesoße. Denkst du, wenn wir den noch einmal aufklappen, ein bisschen Käsesoße zum Probieren drauf machen? Ja, genau, wir haben noch einen zweiten. Die Chance muss ich Josef geben, nur um das einmal zu testen. Was denkt ihr gerade, Leute? Das Ding ist, ich sag dir ehrlich, das ist eigentlich mit 10 von 10 das Ding. Aber du hättest hier Burger essen. Die besten Burger aus der Stadt. Ja? Da kommt Josef auch schon. Danke dir. Okay, nochmal mit Josefs Käsesoße. Also Bewertung von mir. Man darf nie vergessen, wir sind bei Fast Food. Das ist ein sehr ausgewogenes Sandwich. Aber ich habe ein bisschen mehr Wumms noch erwartet, Josef. Von mir gibt es eine 7,6. Auch für das Sandwich. Wirklich, wirklich lecker, Leute. Nicht unterschätzen. Aber ich habe mir bei beiden ein klein bisschen mehr Bam gewünscht. Aber wir haben noch eine dritte Runde, Josef. Was würdest du sagen, nehmen wir? Überleg dir, wo du mich richtig den Wumms reinholst. Richtig Intensität brauche ich. Naja, okay, Josef. Jungs, fühlt ihr euch jetzt langsam sicher, oder? Leider, leider. Also wenn du jetzt nächstes 8,5 gibst, dann wäre 7,9. Und das heißt, er braucht eine 8,6er, Josef. Ja, ne. Josef, du brauchst eine 8,6 jetzt. Gib alles für die 8,6. Nein, bräuchte sogar mehr. 8,8? Eine 8,8 braucht er. Er braucht eine 8,8, ja. Oh, Josef. Aber ich muss sagen, bei so Sandwiches ist es wesentlich leichter, als wenn man jetzt einen Burger hat, wo ich schon 1 Million Dinger gegessen habe. Ach, Leute, lasst den Daumen oben knallen für dieses Format. Dann kommt das öfter. Ich spreche auf der Straße an, gibt einen Tausender für euch. Ich lock das den Gastronomen raus. Was machen wir als dritte Runde, als entscheidende Runde? Jetzt wieder ein Fizzy, aber nach das Spezial. Okay, geil. Bin ich gespannt. So, viel Spaß bei Runde 3. Shawarma-Style. Josef zückt jetzt seine Geheimwaffe, Pastirma. Ich habe eben das so probiert und das hat so krank, weil ich auch gesagt habe, mir fehlt ein bisschen Wumms. Jetzt haut er auch noch hier ein bisschen Gewürze drauf. Dieser Pastirma, der hat so krank, heftig intensiv Geschmack gehabt. Das könnte das Zünglein an der Waage sein. Der Wetteinsatz für die letzte Runde von Josef, der Tausender. Einmal bitte jemand nebenbei durchzählen hier, ob das auch ein Tausender ist. Shawarma-Style. Passt, kannst kurz in der Hand behalten schon mal. Wirklich geile Soße, Josef, muss man sagen. Super Soße drauf. Sehr gespannt. Hier haben wir jetzt halt das eingelegte Gemüse noch. Gurken, Chilis bzw. Jalapenos. Das wird eine knappe Kniste. Ich snack noch kurz auf und sehen wir uns zur Bewertung. Also, das Ding war wieder stark. Ich habe noch mal gemerkt, die Soße kam hier bei den Dingen noch mal richtig schön in die Fresse am Anfang. Man hat vielleicht eins bemerkt bei meiner Essweise, ne? Ich habe mich so ein bisschen unten reingebissen, ne? Weil ich nach der Power wieder gesucht habe. Kann ich mir auch bei dem als 7,6 Punkte geben. Jungs, ihr habt den Tausender gewonnen.
wen soll ich das Geld übergeben? Ich übergebe mal einmal kurz dir. Danke dir vom Herzen. Oder ihr spielt um weitere 1000 Euro. Josef setzt nochmal das gleiche Game. 8 von 10 Punkte muss es erreichen beim Burger. Nur beim Burger. Es geht nur noch um den Burger. Und ihr müsst jetzt den 1000er setzen. Nimmt den 1000er oder ihr spielt um 2. Ab 8 hat Josef gewonnen, kriegt auch alles. Das Ding ist, ich sag euch ehrlich, der Burger ist krass. Der Burger ist heftig. Aber 2K ist auch schmeckt. Einer von euch testet den und sagt, ob wir spielen oder nicht. Ja, okay, das wäre. Ja! Also ich will euch nicht beeinflussen, Leute, ne? Wenn ihr meine Videos kennt, beim Burger Ranking hoch reinzukommen, ist nicht leicht, ne? Oh, er hat aber schon gesagt, wie krass der ist, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ihr müsst alles bedenken, aber 500 Tacken für jeden ist schon Heidengeld, ne? Ja, das ist schon Heidengeld. Was Thema mit Chili gibt es? Okay, dann probieren die Jungs. Ja, glaube ich dir. Das tut mir auch leid. Tut schon weh, das glaube ich, armer Josef. Aber so ist das Game, ne? Wenn man mit Holle spielt, muss man rechnen, auch schon verlieren. Und noch für die Gastronomen da draußen, wenn ihr auch Bock habt auf so ein Game, dann schreibt mir bei Insta oder am besten eine E-Mail. holle2614@gmail.com und dann machen wir das auch. Ach, mit Chip gerade übelst Lachflash. Ich an seiner Stelle hätte mir so beschissen gemacht, dass die sich so sicher fühlen, dass die spielen. Ja. Und dann umgekehrt hätten die da hinten. Ja, stimmt, hättest du echt machen müssen. Damit die spielen. Ja, stimmt. Rotz noch mal rein, Josef. Spuck noch mal rein. Und jetzt sind die Jungs dran. Ich kann es nur sagen nochmal, ne? Ich habe ein Ranking für die besten Burger in ganz Deutschland. Das müsst ihr immer bedenken. Von allen Burgern in Hamburg, wir haben alle getestet, sind 2, glaube ich, über 8. Also ich bin für Spielen, wir können abstimmen. Aber wir spielen, ich bin auch dabei. Stark, stark. Wir spielen, ja, Mann. Wir sind am Start. Ja, auf in Runde 2. Wir sehen uns beim anderen Spot bei Josef. Wie hau ich zusammen, dass er falsch spielt? Die 3, ja, ja. Die 3. Jetzt kommt die Scheißnachricht. Du musst richtig radeln jetzt im anderen Spot. Wir müssen zu dem anderen Standpunkt. Du kannst gar nicht mehr verlieren. Du bist so schon Gewinner. Von Sympathiepunkt. Danke. Ja, danke. Habe ich übelst gefeiert gerade, Mann. Der Kollege kennt mich noch, als ich meine Geschichte-Stories erzählt habe. Und feiert die. Das feiere ich richtig, dass du mich von damals noch kennst, Mann. So, ganz kurze, knackige, entscheidende Runde. 1, 2, Aufnahme nochmal hier von dem Spot. Und dann geht's direkt los mit dem Burger. Ganz fix. Moin Jungs, grüßt euch. 4 Brüder und 2 Läden, also feiere ich das. Wir gehen direkt einfach in die nächste Runde. Wir zeigen jetzt Burger und dann geht's direkt in die Entscheidung, ne? Der Kollege hat sich schon angemeldet. Eventuell ist er auch dabei beim Battle. Churros, ne? 1000 Euro, wenn es keine 8 von 10 ist. Die anderen Jungs auch noch da. Ihr könnt gleich die anderen 4 im Auto mitnehmen und polnische Kolonne machen. Da müssen wir nicht zurückfahren. Danke dir. Simpel, aber lecker. Der sieht heftig aus. Jetzt heißt es für euch 2000 Euro, wenn dieser Burger unter 8 Punkte ist. Ich sag mit Absicht noch nichts, erst gleich, weil ich die nicht vollspoilern will. Starker Pastürma, das muss ich schon mal sagen. Krass, frische, geile Zwiebeln, gut in der Kombo. Ich snack eben auf, Leute, und dann gibt es die Bewertung. Oh, da hat sich noch einer versteckt, der hätte geschmeckt für mich, Leute. Burger, frisch, lecker, schöne Zwiebeln, schön rausgekommen aus dem Ganzen. Schöner Passhimmer, geilen Beigeschmack, so noch nicht gegessen. Der Burger kriegt von mir 7 von 10, Leute, 7 von 10. Ja! 7 von 10. Da muss ich einfach sagen, Leute, wahrscheinlich ist es in Bremen einer der besten. Wahrscheinlich auch in der Umgebung, aber ich habe ein Deutschland-Ranking. Das darf man nie vergessen, wenn man mir wettet. Es geht ums Deutschland-Ranking. Nicht falsch verstehen, super Burger, Jungs. Super Burger, aber ich kann nicht mehr als 7-10 geben. Aber stark, trotzdem, Leute, probiert den Burger unbedingt mit dem Pastema und so. Mega, wirklich.
hoffe, ihr seid mir nicht sauer. Alles gut? Alles gut? Jungs, ich gebe mal das Cash hier weiter. Ich habe immer so ein Ding in mir. Ich will, wenn die Leute, die Gäste danach kommen, meine Bewertung zu 100% nachvollziehen können. Und man muss sagen, fragt die Jungs, die hatten alle 10 von 10, der eine 9 von 10. Die wollten nicht mal spielen, weil die den so gefeiert haben, den Burger. Deshalb müsst ihr probieren hier bei Sandwich Brothers. Danke, Leute, fürs Zuschauen. Lasst gerne den Daumen oben knallen, Kommentar da, Gastronomen auch melden. Und dann vielleicht was ich als nächstes teste, irgendwas, wo ihr mich sehen wollt, sagt Bescheid und bis zum nächsten Mal.